Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster zum Magic Tags Bundesliga 2016-17 Mappen-Update von Tops. Die Retro-Mappen-Updates führen wir jetzt weiter, nachdem wir letzte Woche eine kurze Pause gemacht hatten, da ich ein wenig krank war. Und auf dem Cover sehen wir direkt mal 6 Spieler, und zwar Luis Holpi vom HSV, Thomas Müller vom FC Bayern München, Jonas Hector vom 1. FC Köln, Willi Orban von Leipzig, die zum ersten Mal in der Bundesliga waren in diesem Jahr. Dann haben wir Jakub Blaschikowski vom VfL Wolfsburg und Sandro Wagner von der TSG 1899 Hoffenheim. Bei dem Design wurde insgesamt, wie ihr schon seht, sehr viel mit Kreisen gearbeitet. Das sehen wir auch später auf den Karten. Das war die Serie mit der rot gepunkteten Rückseite. Und ich würde sagen, wir schlagen die Mappe direkt auf. Und auch bei dieser Serie habe ich tatsächlich es geschafft, hier Puzzleteile einzufügen vorne, damit wir die Seiten doppelseitig haben. Und da fangen wir auch direkt mal an. Und dann sehen wir hier direkt das erste Team, wie immer, Augsburg. Und ihr seht schon, bei diesen Teams gab es damals insgesamt keine Clubkarten. Die waren damals nicht bei den Teams, sondern hinten gab es in dem Album, nachdem die Teams kamen, eine Seite, wo alle Clubkarten auf einmal aufgelistet waren. Dann sehen wir, dass es hier verschiedene Unterkategorien wieder gibt: Routinier, Neutransfer und sowas, was es in dem Jahr zuvor auch schon gab, aber diesmal ein bisschen eleganter und auch ein bisschen ausdrucksvoller, da die Spielernamen dann und die Bezeichnung Gold gedruckt waren und nicht einfach nur wie ganzen anderen Base-Karten. Es gab damals eine Kapitänskarte, die war mit einem Holo-Effekt gekennzeichnet, und ein Starspieler, der war mit diesen Sternen, mit den Feuerwerks-Hintergrund gekennzeichnet. Also zwei Powerkarten pro Team, plus halt noch die verschiedenen Unterkategorien, die eigentlich zu den Base-Karten dazu zählen. So viel zu den Teams. Also insgesamt wirklich 18 Spieler bei den Teams diesmal dabei gewesen. Nicht nur irgendwelche Duke oder irgendwelche anderen Team-Logo-Karten. Dann kommen wir zu Hertha BSC Berlin. Da haben wir den Starspieler Darida und Kapitän Vedat Ibisevic. Bei Werder Bremen war Starspieler Santiago Garcia und Clemens Fritz war lange bei Bremen Kapitän gewesen, unter anderem auch mit Max Kruse hier. Dann haben wir Darmstadt 98 mit Zulu als Kapitän und Peter Niemeyer als Starspieler, unter anderem mit Felix Platte oder Strohengel im Sturm. Das war ja die Saison, wo Darmstadt wieder abgestiegen ist. Dann haben wir hier den BVB mit Roman Bürki im Tor, Marc Bartra war der Neutransfer. Dann haben wir die Rookie-Karte von Christian Pulisic. Starspieler war Mario Götze. Unter anderem war dann hier auch Aubameyang als Torjäger gekennzeichnet. Bei der Eintracht aus Frankfurt haben wir Husti als Starspieler und Meier als Kapitän. Unter anderem Blum und Seferovic im Sturm, Hadecki im Tor, Regesel und Vallejo in der Verteidigung. Dann haben wir bei den Freiburgern Kempf als Starspieler und Julian Schuster als Kapitän. Sollte ja seine letzte Saison werden für den Sportclub und insgesamt im Profifußball mit Niederlechter und Pedersen im Sturm unter anderem. Dann haben wir den HSV mit Giroud als Kapitän und Holpi als Starspieler. Vorletzte Saison für den HSV in der Bundesliga, by the way. Dann haben wir hier noch Nikolai Müller, Lasogga, Waldschmidt, Bobby Wood, René Adler, auf jeden Fall richtig viele. Dann haben wir die TSG 1899 Hoffenheim mit Niklas Süle und Polanski als Special Card. Ingolstadt mit Suttner als Starspieler und Kapitän Marvin Matip, der Bruder von dem Matip, der bei Liverpool spielt, also Joel Matip. Dann haben wir Hartmann als Torjäger, Lissano, Lecky und Hinterseher im Sturm. Bei Köln hatten wir damals im Tor Timo Horn, und der war auch der Starspieler, genau wie Lehmann, der war damals der Kapitän der Sechser bei den Kölnern. Dann haben wir hier die ersten Bundesliga-Karten von Leipzig, unter anderem ein Halstenberg, Klostermann, Orban oder auch unter anderem ein Sabitzer, Forsberg, Paulsen sind immer noch da, die restlichen sind mittlerweile schon alle weggewechselt, unter anderem auch ein Naby Keita oder Timo Werner. Starspieler war Sabitzer und Kapitän war damals Dominik Kaiser, der mittlerweile in Hannover spielt. Dann haben wir die Leverkusener mit Bernd Leno im Tor, Çalhanoğlu als Starspieler, Bender und zwar Lars als Kapitän, Sturm Volland, Hernandez, Kiesling. Dann hier Brandt, müsste auch einer seiner ersten Karten sein. Ich glaube, 14, 15 war aber schon ein paar Karten von dem in der Serie. Das heißt, nicht wirklich seine ganzen Rookie-Karten, aber auf jeden Fall noch relativ jung auf den Karten. Haben wir hier Mainz mit Bungert als Kapitän und Clemens als Starspieler. Mainz damals auch gut aufgestellt mit Cordoba unter anderem, der jetzt zu Krasnodar gewechselt ist. Mali, Brosinski, Bell, Jöberme, Lössel im Tor. Also auch die hatten damals keine schlechten Spieler. Dann haben wir hier Gladbach mit Jan Sommer im Tor. Kramer war Starspieler, Stindl Kapitän. Dann kommen wir zu Bayern, Kapitän Valam, Starspieler Alaba,
relativ mit schwachen Werten dafür, dass er Starspieler ist. So unter anderem ein Boateng und Neuer haben 90er Verteidigungswert und im Sturm haben wir auch einen Lewandowski mit einem 90er Angriffswert. Dann hier Costa, Robben, Ribéry, Martinez, Müller, also auf jeden Fall auch alle dabei. Dann haben wir Schalke mit Kapitän Hövedes und Starspieler Meier. Hier die erste Embolo Basekarte von Matchtex oder insgesamt die erste Bundesliga Matchtex-Karte von Embolo. Dann haben wir hier den VfL Wolfsburg. Stuttgart war ja in der Saison zuvor abgestiegen mit Benaglio als Kapitän und Rodriguez als Starspieler. Dann haben wir Arnold hier, unter anderem Caligiuri, Gavi, Mario Gomez mit einem 85er Wert, Majoral oder Robin Knoche, das war hier damals Fehldruck. Der war als Abwehrspieler hier die letzte Karte, hätte irgendwie hier unter anderem sein sollen oder da oben. Das war halt ein bisschen von den Blumen gelöst worden. Und dann sehen wir jetzt hier alle Club-Logos auf einen Blick. Ziemlich schlicht, mit einem kleinen Holo-Effekt, dann hier halt die Sterne, Clubkarte oder Bezeichnung der Karte besser gesagt, Name des Vereins und dann das Club-Logo einfach abgebucht und dann noch hier die Kartennummer und das Tops-Logo. Dann kommen wir zu den Match-Winnern. Hier gab es wieder drei pro Team und die waren auch wieder hier hinten einsortiert, wie man es gewohnt ist. Hier haben wir erstmal Augsburg, Hertha, Bremen, Darmstadt, Dortmund und Frankfurt komplettiert. Hier bei Freiburg, Hamburg und Hoffenheim fehlt auch keine. Bei den Schanzern aus Ingolstadt fehlt mir noch Lukas Hinterseher als Matchwinner. Dafür sind aber Köln unter anderem mit Jonas Hector Club 100 und Leipzig komplett. Dann haben wir hier bei Leverkusen einen fehlenden Matchwinner mit Julian Brandt. Dafür sind aber dann wieder Mainz komplett und auch Gladbach mit Dahoud als Club 100. Bayern hat damals zwei Club 100 gehabt, unter anderem hier Neuer im Tor und Thomas Müller als 101. Bei Schalke fehlt mir noch der Matchwinner von Leon Goretzka und Wolfsburg ist wieder komplett. Also insgesamt haben wir 1, 2, 3, dann haben wir 4 und ich glaube, hier war auch noch eine, genau 5 Aubameyang als Club 100. Das waren damals die Karten, die es in dieser Kategorie gab. Dann haben wir wieder 3 Zweitliga-Karten, wieder hier der Kapitän, wenn ich mich nicht täusche, und hier wieder der Starspieler und dann das Logo, wieder von den ganzen Vereinen, unter anderem mit Dresden. Dann haben wir hier Hannover, die abgestiegen sind in der Saison zuvor, oder auch hier Stuttgart, 60 München, St. Pauli, Würzburg, dann Sandhausen, also das war damals schon so die Zweitliga-Karte. Dann haben wir hier noch 4 Hattrick-Helden mit Co, Pizarro, Meier und Klose, dann für dieses schnellste Bundesliga-Rekord-Tor, was Lewandowski in der Saison zuvor geschossen hat gegen Wolfsburg. Auf jeden Fall hat hier dann die Karte schnellster Hattrick, 4er und 5er Pack bekommen mit 99, also hätte er eigentlich auch eine Club 100 bekommen müssen. Dann haben wir hier die 5 Taktikkarten mit Abseits, Elfmeter, Fallrückzieher, Superskill und Nachspielzeit. Und dann kommen wir zu den Limited Editions. Hier gab es auch wieder Gold, Silber, Bronze. Und von den Gold-Limis fehlt mich unten nur den Matthias Lehmann, den man bei PrintMe bekommen konnte. Das 3 waren Nimis, die man in den Matchtext extra bekommen hat. Die habe ich trotzdem am Ende sortiert. Das Bundesliga-Logo, Kolasinac und Yunus Mali. Dann auf jeden Fall auch hier alle exklusiven Karten aus dem Online-Shop und was weiß ich dabei. Dann fehlt hier oben John Anthony Book als Limited Edition. Bronze, Silber, Gold, genau wie Bellarabi. Silber und Gold, die beiden konnte man in den Boostern bei Matchtext extra bekommen. Also nicht mehr in der normalen Serie. Das heißt, da hat man auch gar nicht so viel kaufen müssen. Das war eigentlich unrealistisch, die Karten voll zu bekommen. Hartmann habe ich voll, der war im Blister. Bell habe ich voll, der war damals im Multipack. Westergaard gab es in der Mini-Sammeldose. Habe ich irgendwie 5, 6 gekauft, hatte ich immer nur den Bronzenen. Habe ich bestimmt noch 3, 4 von doppelt. Auf jeden Fall fehlt dann auch Silber und Gold. Mats Hummels konnte man damals in der normalen Serie in den Boostern bekommen. Habe ich Bronze und Silber. Der Goldene fehlt mir auch noch. Und hier oben habe ich auch die Meisterschale in Bronze. Die hat man auf der Topstour oder auf der Deutschlandtour bekommen. Und die Silberne, dort habe ich für gespielt. Die Goldene hat man sowieso nur der bekommen, der am Ende gewonnen hat. Dann haben wir hier noch aus dem Adventskalender die Maskottchen- und Fanpower-Karten. Sozusagen, wenn der Verein kein Maskottchen hat, wurden dann einfach Fankarten eingesetzt. Unter anderem haben Augsburg, Bremen, Darmstadt und Mainz keine Maskottchen. Und die einzigen Vereine, die richtige Tiere haben, sind Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln. Sonst alles mit plüschigen Figuren unterwegs. Das war's von der Collection an sich. Jetzt haben wir hier noch kurz einige andere Dinge. Und zwar könnt ihr hier noch mal kurz meine Urkunden angucken. Und zwar wurde ich damals bei der Matchtext-Meisterschaft in dem Jahr U14, damals war ich, das war 2016 oder 17, ne? Da war ich 12 oder 13. Auf jeden Fall wurde ich da dann 14. Mein Name hier in Bremen, habe ich auf jeden Fall diese Silber Limited Edition hier dort erhalten und unter anderem noch einige andere Gewinne als Dankeschön, dass ich mitgespielt habe. So viel dazu. Das war auch meine einzige Meisterschaft. Danach wurden die eigentlich abgeschafft oder nur noch irgendwie online ausgerichtet. Ich weiß auch nicht, was dann damals da los war bei Tops. Auf jeden Fall seitdem die nicht mehr so präsent. Dann haben wir hier noch Werbung für die Meisterschalenkarte mit den Spänen. Bis heute nicht gesehen. Auf jeden Fall, das auch für mich so ein Mythos,
den man damals eingestreut hat, wo so viele Leute das gekauft haben und geöffnet haben und am Ende man nichts erhalten hat. Das war's vom 16/17 Mappen-Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schickt hier noch gerne die Infocard aus, wo ich die Playlist verlinkt habe, wo ich die anderen alten Mappen-Updates gemacht habe, genau wie hier. Ihr könnt abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Sikorski.